Und ganz ehrlich, wir sind jetzt mal bei Solvio und schauen uns das Ganze mal an. Und Tobi, wir machen jetzt so einen Doppelshot. Und wir gucken uns das Ganze mal zusammen an. Einiger Zeit, ich will hier was und lass uns das mal erklären. Was umweltverträglich ist, und das ist es komplett. Und auch das Coole ist, dass diese Schüssel immer sauber ist, ja, nach der Anwendung. Das ist der große Vorteil. Der Abwassertank sauber ist. Ja. Ja. Jetzt bist du dran. Ich mache auf Weitwinkel, weil ich habe so einen ganzen Stand. Das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne an dem Produkt. Als allererstes Mal war das wirklich eine lustige Begebenheit, wie wir uns da kennengelernt haben. Das fand ich total nett. Und wichtig ist auch, das gilt auch für alle Camper, man sollte sich diese Skepsis auch beibehalten. Ja, ja. Es gibt ganz viele Produkte da draußen am Markt, die haben eine grüne Verpackung, sind aber nichts grün. Genau, wir haben einfach das große Glück, das ist übrigens der Carlo, unser Chef. Hallo. Chef. Hallo. Hallo Chef. Wir haben das große Glück, dass wir über Jahre Entwicklung ein tolles Produkt haben entwickeln können. Welches aber wunderbar funktioniert. Das ist ja das große, ganze Wichtige daran. Ja. Das ist ein reines Naturprodukt, wird aus 100 verschiedenen natürlichen Zusatzstoffen hergestellt. Meistens Kräuter, ne? Fast alles Kräuter. Ja. Algen. Ja. Genau. Wir haben eine nachhaltige Verpackung, die ist im CO2-Ausstoß bei der Produktion 80% umweltfreundlicher als andere Verpackungen. Sehr robust, ist auch unser Markenzeichen geworden. Lässt sich ganz einfach dosieren, weil wir da einen Hahn dran haben, aus dem pro Sekunde ca. 20 Milliliter rauslaufen. Perfekt. Wir brauchen 40, das heißt, wir brauchen keine Messbecher mehr, keine Handschuhe, keinen Mundschutz, kein gar nichts, weil es ist ein Lebensmittel quasi, wenn man das so möchte. Es ist keins, aber es ist nach Lebensmittel- und Kosmetikstandard auch produziert, also recht sauber, völlig unbedenklich, es gibt keine Gefahr. Vor allem muss man keine Angst haben, dass wenn man das in die Kassette reintut, dass man das über die Dichtung laufen lässt, weil bei den anderen, da hast du ja immer das Problem, das sollte man bloß nicht tun, weil es dann dir die Dichtungen zerfrisst. Ja. Das hast du hier nicht. Das heißt, du kannst auch die Kassette reinschieben und machst das Ganze im Wohnwagen einfach oben auf. Hat noch den Vorteil, dass man durch die ätherischen Öle, die mit drin sind, auch die Dichtung noch ein bisschen pflegt. Und zusätzlich kriegt man noch diese Verunreinigung in den Dichtungen. Das ist ja so eine gekeilte Dichtung. Genau. Und die Schlons, den kriegt man auch raus. Das ist natürlich noch viel wert. Das Produkt kann es ganz viel und hat ganz viele Vorteile. Um das jetzt hier alles zu erzählen, dauert viel zu lange. Es ist auf jeden Fall ein wunderbarer Zusatz für den Schwarzwassertank, für die Fäkalkassette. Ja. Dort haben wir den Vorteil, dass es eine natürliche Zersetzung hat. Wir stimulieren die Bakterien in den Fäkalien, dadurch haben wir einen natürlichen Zersetzungsprozess. Und das hat den Vorteil, dass wir so gut wie keine Ablagerung bekommen in der Kassette. Die sind einfach nicht vorhanden. Kann ich nur bestätigen. Und alte, bestehende Ablagerungen, Urinstein, Kalk, lösen wir vielleicht nicht sofort, aber mit der Zeit löst sich das weg. Aber wenn man halt eine Zeit lang benutzt, löst es sich und dann spült es einfach immer wieder raus und dann irgendwann... Ich möchte an der Stelle mal die Chance nutzen. Eine Sache ist wichtig für alle, die neu auf das Produkt umsteigen möchten. Wie gesagt, Skepsis ist unglaublich wichtig. Man muss skeptisch sein. Es gibt eine Sache, die ist einfach wichtig zu beachten. Und man muss als Verbraucher dem Bioprodukt auch bewusst eine Chance geben. Wenn man natürlich an das Bioprodukt bei der Erstbenutzung so rangeht wie an eine Chemikalie, dann funktioniert es in der Form nicht. Mhm. Warum nicht? Fast alle Leute mussten bisher die Chemikalien verwenden und haben dadurch Rückstände von der Chemikalie in ihrer Kassette. Richtig. Und diese Rückstände, egal wie toll wir die putzen, ich weiß, dass die Camper die alle putzen, die bleiben da drin, die Rückstände, sitzen im Kunststoff. Die können wir aber, wenn wir jetzt da aber Solbio hineingeben, kann es passieren, dass Solbio einfach keine Funktion, keine Wirkung zeigt, weil die Chemikalien natürlich so reingefressen eigentlich haben. Alles kaputt macht. Ne? So. Und da kann man aber mit unserem Produkt das schon ein bisschen reinigen, indem man die Kassette einfach mit warmem Wasser füllt, mit lauwarmem Wasser, nicht zu kalt, nicht zu heiß füllt. Verhältnismäßig viel Solbio hineingibt, was machen wir, 120 Milliliter sowas? Ne? Ja. Circa 120 Milliliter Solbio hineingeben, so 6 Sekunden lang den Hahn laufen lassen, ein bisschen in Bewegung bringen, nicht schütteln, es schäumt, ein bisschen in Bewegung bringen und dann einfach mal 1-2 Tage irgendwo stehen lassen. Okay. Da können wir schon ganz viel von der Chemie rausziehen. Und was ich damit meine, ist, dass man eben dieses Bewusstsein für ein Bioprodukt einfach mal hat. Das Schöne ist auch, ich kenne das von vielen anderen, die fangen an und machen einmal im Jahr, bauen die ihre komplette Kassette auseinander, weil die halt dann anfangen, die ganzen Dichtungen und sauber zu machen. Hast du im Grunde einen kompletten Arbeitsgang gespart, du hast dir diesen ganzen Stress erspart, weil du machst das einfach damit, stellst das dann, wenn sie wirklich so versaut sein sollte von früher, stellst du sie hin, lässt Solbio die 2-3 Tage die Arbeit machen, kippst, spülst, danke. Ja, bei dem hervorragenden Preis vom Produkt, wir haben einen Pro-Dosierung, wo wir 40 Milliliter brauchen, haben wir einen Preis von ca. 60 Cent pro Dosierung. Das ist immer am Markt auch ein sehr günstiges Produkt.
witzigerweise. Und da kann man das auch mal zweimal oder dreimal machen, diesen Vorgang. Ja, dann kann man sich sicher sein, dass dann gerade jetzt, wenn die Saison dann losgeht, man will losreisen, dass man eine saubere Kassette hat und das Ganze losgehen kann. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Und unglaublich ergiebig. Ergiebig. Dann der Beutel ist für mich praktisch, weil ich bin jetzt in der Malibu, da ist ein Bart, so ein kleines Fach, wo ich sonst nichts rein tue. Da ist der Beutel drin, den knautsche ich da richtig rein. Es ist noch nie ein Tropfen daneben gelaufen. Nein. Ich habe jetzt zwei Päckchen durch. Und der Dispenser ist komplett dicht, da hatte ich ein bisschen Sorgen zuerst, wie ich die Schutzkappe runtergenommen habe. Nix. Also ich bin da echt, ich beherrsche mich, weil die glauben immer alle, ich bin Verkäufer. Ich bin ja nur Kamerahalter. Aber ganz ehrlich, so ging es uns fast allen mit dem Produkt. Als ich damals vor 5 oder 6 Jahren das erste Mal auf Solbio gestoßen bin, weil ich auch diese Chemie nicht im Auto für meine Kinder auch nicht haben wollte, als ich da das erste Mal drauf gekommen bin, wollte ich es auch nicht glauben, muss ganz ehrlich gestehen. Ja. Dann haben wir uns im Laden irgendwo mal das erste Mal als Kunde getroffen. Und dann habe ich es ausprobiert und seitdem ist das so, das nimmst du für alles. Da und hat das der Chef aber einen super leidenschaftlichen Menschen auch jetzt hier. Also er geht schon mit WC-Sanitärzusatz so auf in seinem Job. Du musst auch die Leidenschaft haben. Ja, das die Leute ich, meine, ich bin überzeugt von dem Produkt. Ja, wenn man lange das im Handel merkt man. Ist. Und das Schöne ist, er hat es vorher auch anders gemacht und hat dann selber gemerkt. Wir alle. Genau. Für alle. Es hat noch mehr Vorteile. Man, es ist ja, da steht es Multipurpose. Man kann damit noch ganz andere Sachen machen. Wir haben die Möglichkeit, unseren Grauwassertank immer sauber zu halten. Wir haben nie Geruch im Grauwassertank. Wir haben uns mit Frühkraftwurzeln erhalten, dass unsere Grauwassertanks in unseren Autos, mit denen wir jetzt hier sind, gerade randvoll sind. Es stinkt halt einfach nicht. Ja. Es ist halt nichts. Und auch wenn du dann nachher leer machst, stinkt es halt nicht. Ja, das ist der große Vorteil. Genau, wenn ich losfahre in der Früh, mein normaler Tagesablauf, jeder Camper lässt eigentlich in der Regel schon sein Wasser raus, weil warum soll ich meinen Abwassertank voll mitnehmen oder halb voll, belastet ja auch nur. Ich mache auf, dann mache ich zu. Dann mache ich ein ab und zu, einmal in der Woche, einmal drücken, 2 Liter, 3 Liter Wasser in den Abwassertank. Während man fährt, macht er sich frei. Zusätzlich, gerade heute haben wir heute auch witzigerweise drüber gesprochen, das Thema Badreinigen zum Beispiel. Ja, wir kennen diese Campingtoiletten, sind verhältnismäßig klein, eng, der Deckel überall so, Kanten und überall kommt man schlecht dran. Solbio ran, putzt. Funktioniert. Ja, nimmst du einfach ein Tuch mit Solbio, wischst das Ganze ab, gerade eben, weil es ja auch nicht den Kunststoff angreift. Genau, gar nicht, null. Deswegen, ne, du hast ja oft Badreiniger, wo du echt vorsichtig sein sollst, wegen dem ganzen Kunststoff, weil du den Weichmacher rausziehst und. Wir ziehen dann ja keine Weichmacher. Deswegen, der normale Reiniger soll man dafür erst sowieso nicht nehmen. Wir hatten ja vorhin ganz kurz angerissen, das Thema mit dem Einfüllen. Man kennt das von vielen Chemikalien, die soll man über die Auslassstutzen der Kassette einfüllen. Das hat einen Grund. Weil erstens meistens die Toiletten sich blau einfärben, die Dichtungen kaputt gehen, Schaden nehmen. Wir sagen sogar, füllen Sie es oben übers Klo ein. Dann haben wir noch so, man sollte das nicht zu lange stehen lassen, weil da verfliegen die ätherischen Öle. Ja, also man kann das da nicht 2 Tage stehen lassen, das bringt gar nichts, dann funktioniert das so in der Form nicht mehr. Ich finde auch das super. Aber man kann es da eingeben, Schieber zulassen, Kassette reinigen, unten reinschieben, Schieber zulassen, einen Schluck Solbio rein, 10 Minuten stehen lassen, dann ist die Dichtung, hat noch was abbekommen, Schieber auf und dann geht's los. Das ist ja so biologisch, das könntest du theoretisch, ich empfehle es natürlich keinem, und sollte man natürlich auch nicht probieren. Das könnte man trinken oder das mit Schluck. Ja. Es hat halt eine abführende Wirkung. Irgendwann ist zu viel. Ja, eben. Darum sage ich vorher. Man macht sich liebe Kinder auch, weg davon. Man sieht das ja auch an der Zulassung vom Produkt. Wir haben ja hier den Hahn, kennen die meisten Leute aus dem Lebensmittelbereich, also Mostbereich etc. Wenn das eine harte Chemikalie wäre, dürften wir diesen Hahn gar nicht verwenden. Ja. Der wird uns verboten werden. Mordsauflagen. Auch die Verpackung ist zwar Kunststoff oder Plastik jetzt im weitesten Sinne, aber sie ist. Du kannst es noch definieren. Ist recht umweltfreundlich, also sie verbraucht weniger Kunststoff, sie verbraucht weniger Energie. Ja. Wir haben aber bei uns auch den Vorteil, die Tüte ist ein Vakuum, also die wird immer schlanker, wenn man die leer macht. Genau. Du hast nicht so einen Plastiksack. Wir haben auch den Vorteil, dass wir keinen Sauerstoff, keine Luft ans Produkt ranbekommen, weil es fast 100% hermetisch abgeriegelt ist. Das hat den Vorteil, dass Solbio nicht aus Versehen vielleicht mit irgendwelchen Bakterien, mit denen es nicht arbeiten soll, das Arbeiten anfängt. Das wollen wir vermeiden. Dann auf der anderen Seite ist die Tüte sehr, sehr, sehr robust. Ja, die ist stabiler wie jede Flasche, wenn sie runterfällt, wenn man sie irgendwo hinfallen lässt. Das hängt damit zusammen, weil sie natürlich besser verdrängen kann. Ja. Tüte auch noch, was ich auch bei Kunden schon gesehen habe, man kennt das im Camper, der Kofferraum steht voll, überall steht Gerümpel rum, oben ist alles leer. Manche Leute machen sich einfach einen Haken und hängen Solbio irgendwo hin. Ja, genau. Ist auch eine Idee. Genau. Eine Frage hätte ich noch, die vielleicht interessant ist, das Thema Toilettenpapier. Also Toilettenpapier, man muss grundsätzlich als erstes mal sagen, dieses Camping-Toilettenpapier, was es gibt, hat schon eine Daseinsberechtigung. Das ist kein Quatsch. Warum? Das hat einen hohen Zellstoffanteil, das zersetzt sich einfach besser. Das ist ein Fakt. Wir schaffen normales Klopapier.
Empfehlung ist immer, recyceltes Klopapier zu nehmen, aber heutzutage gibt es, glaube ich, kaum recycelte Klopapiere. Drei Lagen schaffen wir, vier wird dann, es wird es auch schaffen, aber das nicht in der Zeit ein bisschen leer machen, das ist nicht der Punkt. Also du musst es nicht kaufen, das Toiletten, das Camping-Toilettenpapier, Sinn macht es schon. Das muss man ehrlich, offen ehrlich sagen, das ist kein Quatsch, das hat eine Daseinsfreude. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Die Fans, die sind vegan zertifiziert, also kein Palmöl, kein Tierfett. Ja, ja. Geht auch noch rein. Und wir haben jetzt echt die Welt gelesen. Ich habe nochmal alles untergebracht. Wunderbar, ich will nicht abwürgen, Gottes Willen, aber eine Frage an Sie, bevor ich es vergesse. Wo gibt es oder wie gibt es das Das ist Papier. Das ist Papier, ja. Das ist Papier. Ihr könnt den super kompakt zusammenschieben. Ja, Ziehharmonika-System. Ja. Was bei uns im Kassenwagen rein? Ja, unser ganzer Standard, ein Kubikvolumen. Genau. Ja, Hammer. Also echt das ist echt schön, ne? Ja. Ich habe auch gedacht, ich so von wegen, wie, es ist Wahnsinn, wie stabil das Ganze steht. Also wenn er mir es jetzt erzählt hätte, wenn ich jetzt noch nicht probiert, aber ich bin echt überzeugt, ich kann nur einen Daumen hoch geben. Auf jeden Fall. Wir nehmen uns natürlich ein paar Probepäckchen mit, klar, weil umsonst gibt es kein Video auf YouTube, aber alles gut. Nein, das alles schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Wir sind hier keine Influencer, die irgendwelche Päckchen abstauben. Wir machen es gerne, wir wollen Leute mit Leidenschaft. Wir müssen ganz ehrlich sagen, Tobi, wir haben da schon uns auch immer mal drüber unterhalten über das Thema und wir haben immer gesagt, wir halten uns da als Firma Solvio eigentlich komplett zurück. Ja, wir möchten solche Videos eigentlich selber nicht machen. Ist ja richtig so. Dein Standort auf YouTube oder im Online, den wissen wir alle. Deswegen Schaufenstermodus. Tobi ist ein ehrlicher und das funktioniert alles. Ja, das wissen alle eigentlich. Ja, und deswegen auch vielen Dank fürs Interesse. Das muss auch passen, weil mein Kopf hängt genauso in der Schlinge, wenn wir uns hier verquatschen oder das nicht zutrifft, was nachher passiert. Ja. Dann traue ich mich auf keine Messe mehr gehen, weil die alle sagen, ja, du hast uns da was empfohlen, das ist total in dem Fall scheiße. Und das funktioniert nicht. Das Kampen passt zum Thema. Inzwischen haben wir Kunden, die machen Weltreisen. Ja. Bis Japan. Passt. Auf jeden Fall super. Sogar in Oman, Saudi-Arabien, Südamerika. Hast du da unten noch was stehen? Gibt es jetzt hier den, den Beutel? Den Vorratspack. Für normal und dann für den Linerfahrer? Ja, das sind damit. Es sind für die Kunden, die Weltreisen machen, die wollen, also obwohl es ergiebig ist, man wenig benutzt, das ist fast für 5000 Liter Fäkalien. Mehr. Das heißt, also, dann kann man schon, dann kann man schon die ganze Welt darunter. Das haben wir schon mal auf die Entwicklung. Du schon viel essen. Ja. Hammer. Das ist super, genau, oder? Die Kunden cool. gemacht, die weit reist, die viel fahren, auch wie wir jetzt Solvio-Fans quasi alles damit machen, die Reinigung machen, Grauwassertank, alles, was man so machen kann. Vordergründig, aber das war das Erste, ist eigentlich die erste Intention, dass hier auch ein nachhaltiges System auch für Fahrzeugvermieter angeht. Ja, ja, gut so. Das passt. Da gibt es noch eine kleine Flasche, eine kleine Abfüllflasche dabei. Warum? Weil gerade für den Bereich Vermietung, Caravan-Vermietung, ist es hochinteressant. All die Dinge, die wir schon besprochen haben, es ist ergiebig, es ist günstig, es hat keine Ablagerung im Tank, du musst den Tank nicht reinigen, du kannst deinen Gast, deinen Käufer, deinen Mieter im Prinzip ein Naturprodukt geben, du musst da nichts aufpassen, es gibt keine Gefahr. Ja. Und gerade das Thema Reinigung ist für die Vermieter immer ein Riesenthema, wenn der Kunde mit der verschlonsten Kassette zurückkommt, weil du sie selber nicht geputzt hast. Das ist hier einfach. Du schützt es aus, spülst es aus, das war's. Und vor allem auch, die Toiletten machen sie schon relativ, weil da gucken wir zuerst rein, aber die Abwassertanks, du weißt nie, ob der in zwei Wochen hier Milch entsorgt hat und dann hast du ein Stinky-Auto. Ja. Man muss ganz klar sagen, das riecht riesig. Camper soll das nicht sein. Das muss man also ehrlich sagen. Und das macht auch keinen Sinn. Das ist einfach viel zu viel Masse. Ja. Normaler Camper würde das in, keine Ahnung, 5-6 Jahren nicht verbrauchen. Und da weiß ich nicht, was mit dem Produkt ist. Wir wissen, dass es lange, lange hält, aber aber wir haben da, wir können noch viel größere Verpackungen anbieten. Danke für, für diese coole Information. Wie gesagt, ich kann es nur aus der Anwendung sagen, ich habe euch auch schon gesagt, probiert es aus. Ihr werdet werden wir auf jeden Fall machen. Da hänge ich mich ganz weit zum Fenster raus, aber gerne. Super. Danke. Vielen lieben Dank. Viel Erfolg. Danke. Und wir sehen uns wieder. Aus der Halle 7 kommt jetzt dann gleich was. Outshare ist jetzt dann an. Tschüssi. Genau. Ciao. Ciao. Und eine Deckenaufnahme zum Schluss, weil die liebe ich besonders. Ich mach den Boden. Du machst den Boden? Du machst den Boden.